Widerstände sind die häufigsten Bauelemente in elektronischen Schaltungen. Sie werden beispielsweise als Spannungsteiler oder zur Strombegrenzung eingesetzt. Der Widerstand hat einen isolierenden Überzug und Anschlüsse für gebohrte Leiterplatten oder für Oberflächenmontage. Wenn Widerstände oberflächenmontiert sind, haben die Leiterplatten keine Löcher. Die Bauteile sind direkt auf die Platine gelötet. Im Gegensatz zum Einsatz von gebohrten Platinen ermöglicht diese Technik die Montage von weit mehr Bauteilen pro Flächeneinheit. Der Widerstandswert des Bauteils wird bestimmt durch das Material, die Länge und den Querschnitt der Widerstandsschicht. Ein Widerstand kann in Form eines Zylinders oder eines Quaders hergestellt werden. Widerstände werden in Ohm gemessen und mit dem Buchstaben R gekennzeichnet. Das Schaltzeichen eines Widerstandes können Sie jetzt oben rechts in der Erklärungstafel des Bildschirms sehen. Die häufigsten Arten von Widerständen sind Kohleschichtwiderstände, Metallschichtwiderstände. Widerstände sind durch farbige Ringe gekennzeichnet. Der Wert der linken beiden Ringe, multipliziert mit dem Faktor, der mit dem dritten Ring bestimmt wird, ergibt den Widerstandswert. Der vierte Ring legt die Toleranz des Widerstandes fest. Dies können Sie der Tabelle entnehmen. Sie können selbst ausprobieren, wie die Farbkodierung funktioniert. Klicken Sie einen der linken Farbflecken an und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste zu einer Position zwischen A und D auf dem Widerstand. Bei einigen Widerständen fehlt der Ring D. In diesem Fall hat der Widerstand eine Toleranz von plus minus 20%. Diese beiden Formeln werden benötigt, um den Gesamtwiderstand einer Reihen- bzw. Parallelschaltung von Widerständen zu berechnen. Mit diesen Formeln können Sie Schaltungen mit beliebiger Anzahl von in Reihe geschalteten und parallel geschalteten Widerständen berechnen. Hier können Sie beliebige Werte für die Widerstände R1 bis R3 eingeben. Das Programm berechnet dann den Gesamtwiderstand für beide Schaltungsarten. Geben Sie die Werte auf Ihrer Tastatur ein und bestätigen Sie jede Eingabe mit der Enter-Taste. Sie können die eingegebenen Werte auch verändern, indem Sie den Wiederholungsbutton anklicken. Hier sehen Sie ein Beispiel einer gemischten Schaltung mit in Reihe geschalteten und parallel geschalteten Widerständen. Im Folgenden wird gezeigt, wie Sie den Gesamtwiderstand dieser Schaltung berechnen können. Hier werden R1 und R2 rechnerisch zu einem Widerstand zusammengefasst. Der Gesamtwiderstand der in Reihe geschalteten Widerstände R1 und R2 beträgt 5 Ohm. Auf diesem Bildschirm wird zunächst die Reihenschaltung von R1 und R2 zu einem Ersatzwiderstand R1-R2 zusammengefasst. Dieser wird zusammen mit dem parallelen Zweig R3 zu einem neuen Ersatzwiderstand von 2,5 Ohm zusammengefasst. Mit dem eben berechneten Ersatzwiderstand und dem Parallelzweig mit dem Widerstand R4 erhalten wir den Gesamtwiderstand der dargestellten Schaltung. Bitte beachten Sie, dass wir zur Berechnung der Parallelschaltung eine Ersatzformel angewendet haben. Diese Ersatzformel wurde bereits nach dem gesuchten Widerstandswert R aufgelöst. Sie gilt nur bei zwei parallel geschalteten Widerständen. In dieser Simulation bekommen Sie einen Eindruck, wie die Länge und der Querschnitt des Leiters den Spannungsabfall sowie die Stromstärke und den Leistungsverlust im Kabel beeinflussen.
Schieben Sie die Regler auf und ab, um die Parameter einzustellen. Nachdem Sie beobachtet haben, welche Werte für Spannungsabfall, Stromstärke und Leistungsverlust berechnet wurden, können Sie dies mit anderen Parametern wiederholen. Bitte beachten Sie, dass durch den Leistungsverlust eine Erwärmung verursacht wird und ein hoher Leistungsverlust dadurch einen Kabelbrand auslösen kann. Wenn Sie einen Verbraucher mit hoher Leistung schalten wollen, sollten Sie immer daran denken, die Kabellänge möglichst kurz zu halten und einen ausreichenden Leiterquerschnitt vorzusehen. Dies gilt zum Beispiel beim Anbau zusätzlicher Scheinwerfer am PKW.